Hallo und herzlich willkommen. Also was das hier für eine Hitze ist, also das ist auch für die Bienen nicht angenehm. Die Temperaturen hier ist also absolut Wahnsinn, was wir hier heute haben. Da ist ja schon beim Nichtstun, hat man ja schon hier alles nass. Also das ist einfach der absolute Wahnsinn. Was wir heute machen ist hier die Topper Hive. Wir müssen da jetzt reingucken. Es werden Pollen eingetragen. Ich hoffe, dass die jetzt auf den, also unter den Leisten sind, die ich da reingetan habe. Ich glaube, die Hälfte, also weniger wie die Hälfte, sind ja mit Leisten ausgelegt. Und die waren ja anfangs noch am Deckel, war die Traube. Und ich hoffe jetzt, dass die jetzt unter den Leisten sind, denn ich muss die jetzt noch etwas erweitern. Und das ist, was wir heute machen. Ich werde aber erst noch Pullover anziehen, denn so werde ich da nicht dran rumhantieren, denn man schwitzt und die Bienen stechen dann erst besonders. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal einpacken. So, das machen wir jetzt. Ich will jetzt hoffen, dass diese Leisten jetzt passen. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Jetzt können wir mal reinfilmen, wie das aussieht. Die Bienen sind schön unter den Leisten. Ich werde jetzt einfach den Trennschied noch ein bisschen dran schieben, damit da hier im abgeschlossenen Raum die Leisten, die ich habe, sind leider zu kurz. Jetzt machen wir hier einfach den Trennschied davor. So, weil ich auch nicht, weil ich viel mit den Leisten gemacht habe, die sind zu kurz. Also das ist immer das gleiche Problem. Die passen nicht. Okay, aber die haben ja erstmal Platz. Die werden noch eine Weile zum Bauen haben. Die sind zwar komplett auf alle vier Leisten, waren da glaube ich drauf. Die werden da wirklich noch eine Zeit brauche, so werde ich jetzt nach, sag ich mal, gut nach einer Woche, anderthalb Woche, werde ich dann die Leisten drauflegen und dann wird das Volk sich schon entwickeln. Wir werden jetzt immer regelmäßig hier über diese Kiste berichten, wie, mal ausziehen hier, wie die sich jetzt entwickelt. Beim ersten Mal hat es ja nicht funktioniert, weil wir ja einen gravierenden Fehler gemacht hatten. Und dieses Mal wird es funktionieren. Ich muss mir gerade mal das Ding hier ausziehen, sonst ist das warm. So. Dieses Mal wird das funktionieren. Und wir werden sehen, wie sich diese Kiste entwickelt. Und da darf man wirklich gespannt sein. Ich habe zuerst die Sorgen gehabt, die würden hier oben mit dem Deckel sitzen bleiben und würden da anfangen zu bauen. Aber nein, die sind schön unter den Leisten gegangen, weil die Leisten waren ja schon mal von den Bienen bebaut. Und da war der Wachs noch teilweise drunter. Und deswegen war das für die Bienen einfach. Gut, wir werden sehen, wie dieses System funktioniert. Eine spannende Geschichte. Wir sehen uns bald wieder.